Hallo, willkommen bei Minecraft. Ich will euch heute hier mal Kongs Häcksler zeigen. Also, erst einmal, ich habe ihn jetzt hier so vierstöckig eben gebaut. Man kann ihn auch in der Luft bauen, wie er normalerweise ist. Hier brauche ich gerade das vierte Stockwerk. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Monster da drin sterben. Wartet ganz gut. Ich muss hier noch rumgehen. So. Hier drinnen ist es jetzt eben dunkel, wie man schon sieht. Hier werden die Monster gespawnt. Und die fallen dann hier eben in diese Wasserströme und werden dadurch da hinten in ein Loch transportiert. Ich spiele jetzt mal so einen Zombie, wie der jetzt hier so reinfällt. Okay, ich falle hier eben rein. Ich werde die Strömung lang gezogen. Und jetzt falle ich hier runter. Und auch hier so runter. Jetzt lande ich hier. Bin jetzt der Zombie und gehe hier lang. Und nun wollen sie sich vor dieser Strömung retten. Wollen die Leitern hochklettern. Aber werden da, aber durch die Lava werden immer dadurch Leben abgezogen. Sie verbrennen dann irgendwann langsam. Und wenn sie dann sterben, dann droppen die deren Sachen. Ja, und dann kann man die Sachen da hinten einfach einsammeln. So, da hinten ist meine Kiste, wo ich die Sachen reintue. Ach ja, und nochmal hier, der Trick vom Ganzen ist eigentlich, dass die Lava von den Leitern hier so dazwischen gehalten wird, damit die Lava nicht einfach auf die Monster raufläuft. Ich habe das jetzt hier alles noch so ein bisschen verbessert, durch so Wasser eben, dass die nicht irgendwo stecken bleiben. Und hier eben diese Schussteile, da sind Pfeile drin. So, ich zeige euch jetzt nochmal, was man da alles kriegen kann. Ich mache schon mal Monster an. So. Hier jede Menge Schießpulver, auch ein paar Enderpearls, Rottenfleisch, Spinnenauge und Knochen. So, jetzt kommen hier eigentlich gleich schon Monster rein. Man sieht, hier ist eine Spinne reingefallen. Ich kann jetzt hier diesen Knopf drücken und die Schüsse werden aktiviert. Nun geht die Spinne ins Feuer, sie stirbt. Keine Ahnung, ob sie jetzt was verloren hat. Nein, hat sie nicht. Das glaube ich jetzt ein Creeper. Ja, ein Creeper. Wenn der stirbt, wird er wahrscheinlich Schießpulver verlieren. Okay, eigentlich war es das jetzt auch. So. Falls ihr irgendwie noch Fragen jetzt hattet, könnt ihr hier nochmal nachgucken. So, tschüss!